Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir spielen in dieser Folge Dutch Vandelinde und zwar in dieser Sekunde. Wir sind bereits im Camp und wir gehen zu dem Kollegen hin. In der letzten Folge sind wir quasi, naja, mehr oder weniger dazu genötigt worden, unsere Sachen hier zu packen. Und das haben wir jetzt gemacht, wie wir sehen. Und jetzt sprechen wir mit Dutch, wie es weitergeht. Well, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. So, we moving? Yeah. Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Because? Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Ja. Okay, Friends. Dann wollen wir mal losriden. Oh, wir haben immer noch unsere Schweinehaut hinten drauf. Sollte ich die eventuell... Ach komm, wir können sie ja drauf lassen. Wir reiten jetzt erstmal eine Runde zum Dewberry Creek. Mit unserem Kollegen Charles. Was macht er hier für Übungen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder hier in eine Laberei reingeraten. Deswegen... Ah ja, alles klar. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. All right, Charles, let's go take a look. Ich lasse das Pferd mal da vorne. Look, here it is. A few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Gibt's hier wohl irgendwelches Zeug? Bin mir nicht sicher, ob ich hier unten lang gehen sollte. Wahrscheinlich muss ich unten lang gehen. Where is everybody? Maybe they heard us come. Be careful. I'm being careful. Okay. Kisten durchsuchen. Wahrscheinlich kriegen wir hier gleich Besuch. It's okay. It's okay. You come out of there. You okay? You don't mean no harm. Ist ja krass. Are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Okay. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Folge Charles. Interessant. There. Tracks. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich uns anschließen. This way. Zu einem späteren Zeitpunkt. Und dass wir quasi Kapitel 3 dann hier beginnen. Mit neuen Leuten. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Whoa! Wait, just let me make sure this is right.
denn hier der Fährtensucher? Okay, looks like we're down this way. Fährte folgen. What happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. Hey. They picked the wrong man there. Hold up. Let me check this. You're a brave girl. Easy there, girl. Continues along the shore here. So, back to what you were saying. We should have moved right then, if you asked me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Whoa, whoa! Ah! Not again. Shit! Girl, just a scratch. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Hear him. Think this is the right way. Give me a second. Ganz schön lange, wie er diese Spur verfolgt. They continue on that trail ahead of us. Oh, Moment mal, hier war ich doch schon mal. Back to what you were saying. Hier waren doch diese Leute im Wald. Family, you know? Oh, safe. Fully forgiven him for that. Oh. There's a camp up ahead. Ich suche das Lager nach dem Siedler. Da können wir ja mal mit unserem Fernglas gucken. Okay. I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Easier to defend, hä? Dann nehme ich mal meine Knarre raus. Da vorne liegt einer. Auf Deutsch aber auch. Oh, schön mit Steg. Das ist echt geil. This looks like our feller, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. Ich glaube, das wird's nicht reißen, Junge. Ihn loszuschneiden und ihn mitzunehmen. Ich glaube, wir müssen das Camp hier. Ja. Vorsicht, Vorsicht. I see three coming this way. Yo, 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 yo. Pam! Pam! Soll ich das mal mit diesem Dead Eye versuchen? Ah, jetzt noch nicht. Da hinten kommt noch mehr. So. Dead Eye. Geht nicht. Perfekt. Okay. Kommen noch mehr. Okay. Das war ja echt beschissen. Okay, ich beruhige erstmal unser Pferd, ey. Erstmal beruhigen. Nö, dann können wir den Dude da gleich auch drauflegen. Oder mit auf den Sattel nehmen. Whoa,
Ja, sie sind alle weg, ey. Trotzdem, bleib mal auf dem Teppich. Mein Pferd ist mir wichtiger als du. Ja, wir schneiden ihn los. Schwuppdiwupp. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. Oh ja. Ist ja noch besser. Okay, er fährt zurück zu... Er reitet zurück zu Dutch. Und wir können uns hier noch ein paar Sachen plündern. Und dann bringen wir den Siedler zurück zu seinen... zu seiner Familie. Ich schätze aber, dass die dann sowieso mitkommen werden hierhin und sich uns dann anschließen werden. So, das sollte reichen. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück und plündere den Typen da hinten. Yep. So, das Pferd ist am Start. Ich kann nicht mit ihm reden, das heißt, er wird einfach aufsteigen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also soll ich mitkommen? Ja, wenn du zurück zu deiner Familie willst, Bruder, würde ich dir das empfehlen, ey. Das ist schon crazy. Stell dir mal vor, du bist in so einer Situation, dass dich irgendjemand von deiner Familie so losreißt und gefesselt irgendwo hinlegt. Geld? Money? Wegen Geld. Sie wollen Lösegeld erpressen. Ach so. Sie bringen mich zu deiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? I'm sorry, friend. I can barely speak English. Oh, Blitz. Lol. Ich habe das erste Mal gesehen, ey. Okay, then let's get this fella back to his family though, and then let's saddle up the horses. To ride to our new home. Okay, da sind sie schon. Dem Herrgott sei Dank. Wie auch immer. Schatz! Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot! Wer wärst du gewesen? Meine Lieblinge, meine Herz allerliebsten. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Vamos. Das ist wahr. Vamos. Vamos? Hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Okay. Guess it was a pleasure. Ja! Ist man einen dicken Goldbarren abgesahnt, oder was? Ist da vielleicht noch mehr drin? Na. Egal. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, ey. Auf das neue Camp. Ein Shit, ein Stuff. Ein Video müsste ja jetzt auf jeden Fall noch reingezogen kommen hier. Nicht wahr? Und wo bleibt eigentlich meine Amazon-Bestellung? Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Ja, Mann. Das sieht doch mal nice aus. Kapitel 3, Clemens Point. Ich habe gewusst, dass Kapitel 3 hier losgeht. Ich habe es gewusst. Kapitel 3, wenige Tage später. Oh. Okay. Kleiner Goldbarren, neuer Tagebucheintrag. Trophäe erhalten, in eine bessere Zukunft. Mission abgeschlossen. Oh, und die nächste Mission von Dutch ist direkt um die Ecke. Du hast die Banditenherausforderung freigeschaltet. Du hast ein Goldbarren erhalten. Du kannst sie bei einem Hehler für viel Geld verdächen.
Dieses Grammophon. Ja, ey, Moment mal gerade. Ich gucke mal kurz hier in unser Buch rein. Es stehen neue Pferde in den Ställen von Scarlet Meadows in Strawberry zum Verkauf. Das Kontrollbuch. Vorräte sind ja noch am Start. Ich gucke, ob hier noch irgend... So, das war auch meine DHL-Bestellung. Alles klar. Amazon meine ich. Hier können wir nichts weiter auffüllen. Doch, ein Boot können wir uns holen. Für 450. Sehr gut. Direkt mal aufgemotzt. Vielleicht war auch der Goldbarren direkt dafür gedacht. So, das war's. Ansonsten gucken wir uns nochmal das Camp an. Langsam natürlich. Wir wollen ja hier nicht rennen. Guck mal, wie schön. Hier können wir noch direkt was speisen. Vielleicht auch nicht. Aber ja, sieht doch sehr schön aus. Dann würde ich sagen, war es das erstmal hier von dieser Folge. Meine Damen und Herren, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Tschüssikowski.